Hi Kinder, heute wollen wir wieder ein bisschen werfen. Wir machen das diesmal von 5 Positionen. Dafür nehmen wir uns wieder Gegenstände zu markieren. Können Flaschen sein, Steine, was auch immer ihr gerade habt. Und dann gehen wir immer von dem Korb aus einen Schritt zur Seite. Stellen das Hütchen ab oder die Flasche. Gehen wieder zurück zum Korb. Nehmen uns die nächste Markierung. Setzen die immer wie im Halbkreis weitergeführt fort. Dann nehmen wir uns die nächste Flasche. So dass am Ende ein Halbkreis entsteht. Das machen wir auch auf der anderen Seite. Und dann fangen wir an dem ersten Hütchen bzw. an der ersten Flasche an und werfen so lange, bis wir 2 Treffer von dieser Position haben. Leo macht das einmal vor. Einen Treffer hat er schon. Ja, wenn ihr nicht trefft, einfach Ball wiederholen und einfach nochmal probieren. Konzentriert euch, guckt bei jedem Wurf den Korb an. Und wenn ihr 2 Treffer habt, dürft ihr zur nächsten Markierung gehen. Da auch wieder 2 Treffer, bevor ihr weitergehen könnt. Von den Positionen außen dürft ihr auch gerne nochmal versuchen, mit Brett den Korb zu treffen. Heißt, wieder das Brett anvisieren und dann versuchen zu treffen. Ja, nicht ungeduldig werden, wenn es ein paar Mal nicht klappt, einfach Ball wiederholen. Und weiter probieren. So, da ist der erste. Macht das in eurem Tempo. Ganz wichtig, immer konzentrieren, den Korb angucken, beide Füße am besten zum Korb zeigen und dann ganz in Ruhe den Ball auf den Korb werfen. Nehmt euch ruhig ein bisschen mehr Zeit. Und ganz wichtig, nicht aufgeben, nicht abbrechen, so lange durchziehen, bis ihr alle Positionen, von allen Positionen 2 Treffer habt. Ja, manchmal ist auch Pech dabei, gar kein Problem, einfach weitermachen. Gut. Leo braucht noch 2 Positionen. Wenn ihr das ein bisschen schneller hinbekommt, dann dürft ihr auch gerne eine 2. Runde davon machen, vielleicht dann von der anderen Seite anfangen. Und wie gesagt, Position von außen gerne auch mal mit Brett versuchen. Auch da, wenn ihr Flaschen nehmt und der Ball auf die Flasche geht, auch kein Problem. Einfach wieder hinstellen und weitermachen. Okay, wenn ihr dann von der letzten Position alle getroffen habt, dürft ihr wie gesagt gerne noch eine 2. Runde oder eine 3. Runde hinterherlegen. Viel Spaß dabei!